Wo lässt sich auf diesem Planeten extreme Höhe, extreme Gefahren, extreme Bedingungen und extreme Risiken am besten vereinen? Natürlich im Karakorum. Und ein Berg, der all diese Eigenschaften vereint und von allen Bergsteigern mit größtem Respekt und sicherlich auch Furcht bestiegen wird, ist der K2. Willkommen zu einer neuen Folge Berge im Porträt. Der K2 steht in einem gewaltigen Gebirge namens Karakorum. Genauer gesagt steht er an der Grenze zweier Länder in Asien, nämlich zwischen Pakistan und China. Der K2 ist 8611 Meter hoch, zählt damit logischerweise zu den 14 Achttausendern und ist der zweithöchste Berg der Welt. Geografisch hat er eine durchaus spannende Lage. Schließlich liegen fast unmittelbar südlich des K2s noch drei weitere Achttausender. Der Gashapum 1, auch Hidden Peak genannt, der Gashapum 2 und der Broad Peak. Hier finden sich also so viele Achttausender auf engem Raum wie nirgendwo sonst auf der Erde. Doch der K2 ist anders als die eben genannten. Er ist sogar noch spezieller als alle anderen Achttausender. Denn der K2 gilt als der schwerste Achttausender überhaupt. Und das sowohl auf dem Normalweg als auch auf allen anderen Routen. Doch bevor wir uns die Routen und Schwierigkeiten ansehen, was ist das eigentlich für ein eigenartiger Name? K2. Wir kennen ja bereits Cerro Torre, Aconcagua, Mount Everest. Alles Namen. Wie kommt man darauf, einem Berg einen Buchstaben und eine Zahl zu verpassen? Gehen wir dieser Frage erstmal nach und begeben uns ins Jahr 1856. 1856 hatte die British East India Company einen Auftrag, das exakte Kartografieren des indischen Subkontinents. Während dieses Projekts gigantische Ausmaße entwickelte, entdeckte dabei der Vermessungsingenieur Thomas George Montgomery eine gewaltige Gebirgskette. Die Berge stachen hervor wie nur sehr wenig in Asien. Es war das Karakorum, was Montgomery zu vermessen versuchte. Dabei ging er strikt numerisch vor. Er sah den höchsten Berg und betitelte ihn mit K1. Dann den nächsthöchsten Berg K2, den nächsten K3 und so weiter. Doch Moment mal, den höchsten Berg nannte er K1? Naja, das hatte er eigentlich vor, aber bei seinen Beobachtungen hat er einen eigentlich beachtlichen Fehler gemacht. Der K1 ist nämlich der Berg, der heute besser bekannt ist als Mashaburm. Dieser ist lediglich 7821 Meter hoch, also niedriger. Doch die frohe Kunde war übermittelt. Der K2 hieß nun auch letztlich K2. Und anders als das im nepalesischen Teil des Himalayas üblich ist, übernahmen die Einheimischen der Täler vor Ort diesen Namen auch und übersetzten ihn in für sie verständliche Worte ganz ohne Zahlen. So heißt der Berg tatsächlich K2, jedoch ausgesprochen, also K2. Aber in Urdu geschrieben K2, also ist die Bezeichnung K2 keineswegs eine Abkürzung oder eine Umdichtung eines Namens, sondern tatsächlich der Name dieses Bergs. Nach seiner Entdeckung passierte lange nichts. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts, also 50 Jahre später, probierte sich erstmals eine britisch-österreichische Expedition am K2. Doch ein Erfolg war das nicht ansatzweise. Die Expedition endete mit einem High Point auf 6700 Metern und vielen Erkrankungen und gesundheitlichen Problemen des Teams. Und 1909 sollte es auf einem anderen Weg auch nicht besser aussehen. Eine italienische Expedition scheiterte auf einem anderen Weg bereits auf einer Höhe von 6000 Metern, schuf damit aber einen sehr spannenden Ansatz für die künftigen Besteigungen. Denn Luigi Amadeo di Savoia, Herzog der Abruzzen, entdeckte damit den heute bekannten Normalweg, den Abruzzengrat. Erst die Amerikaner brachten in den 30er Jahren wieder frischen Wind auf den K2. 1938 probierte sich erstmals eine amerikanische Expedition am K2 über den Abruzzengrat. Sie gingen die Besteigung sehr gut organisiert und mit jeder Menge Hochlager an, um sichere Zwischenpunkte zu haben. Doch nach Lager 7 und einer aufwendigen Aufbereitung des Weges mittels Fixseilen und Spuren wurde es zeitlich und vor allem mit dem Wetter knapp für die Besteiger Charles Houston und Paul Petzold. So erachteten sie den Weg ab Lager 7 bis zum Gipfel als nicht möglich. Ein Jahr später, erneut eine amerikanische Expedition, gelang es erneut nicht, den Gipfel zu erreichen. Doch diesmal schafften es die Expeditionsleitung Fritz Wiesner und Pasang Dawa Lama als Sherpa zumindest bis zum neuesten Hochpunkt auf 8380 Metern. Die Amerikaner sollten also letztlich kein Glück bei ihren gut organisierten und professionellen Expeditionen haben. Daher probierten sich ein Jahr darauf, 1954, die unglaublich starken Bergsteiger Italiens an diesem Berg. Unter ihnen zwei bekannte Namen, Achille Compagnoni und Walter Bonatti. Walter Bonatti
Über ihn gibt es bereits ein Video in der Serie Legenden im Porträt, da oben. War zwar im Team der ersten erfolgreichen Expedition am K2, jedoch stand er nicht, obwohl er der beste Bergsteiger im Team war, auf dem Gipfel. Wieso steht der erfahrenste Bergsteiger einer Expedition nicht am Gipfel, dafür jedoch die eigentlich zweite Geige? Die Geschichte dahinter ist tragisch. Ursprünglich waren bei der Besteigung des K2s zwei Personen für den Gipfel vorgesehen, die fit genug waren und in der Situation ausgewählt werden sollen. Das fitteste und jüngste Team, aber gleichzeitig das technisch erfahrenste Team waren Walter Bonatti und sein Hunzer Amir Mehdi. Und genau deshalb sollten diese beiden die schweren Sauerstoffflaschen in ein Zwischenlager auf 8100 Meter bringen. Doch als die beiden am geplanten Lager angekommen waren, war kein Lager da. Wo war es? Es stellte sich heraus, dass die Bergsteiger Achille Compagnoni und Lino Lacedelli das Lager absichtlich verlegten, ohne der restlichen Expedition davon etwas zu sagen. Die Folge war, dass Bonatti und Mehdi keinen sicheren Unterschlupf hatten und beinahe am Weg zurück gestorben wären. Mehdi war nicht entsprechend für eine Nacht am eiskalten K2 ohne Zelt ausgerüstet, sodass er schwerste Erfrierungen litt. Bonatti überlebte die Nacht, litt aber so sehr unter den Strapazen, dass eine Auswahl für das Gipfelteam nicht in Frage kam. Er war schlichtweg zu schwach. Später sollte sich herausstellen, Compagnoni hatte Sorge, dass er nicht für das Gipfelteam in Frage kommen würde. Bonatti war eine zu große Konkurrenz. Und das war letztlich sein Plan, um Bonatti vom Ziel, den K2 abzuhalten. Compagnoni und Lacedelli verlegten das Lager auf Kosten der Leben der beiden Bergsteigerkollegen. Doch diese Feststellung kam erst lange nach dem eigentlichen Gipfelerfolg. Denn wenige Tage später erreichten die beiden Bergsteiger Compagnoni und Lacedelli den Gipfel des K2s dank der Sauerstoffflaschen, die Bonatti und Mehdi auf 8100 Meter zurücklassen mussten. Bonatti verzieh ihm diese Machenschaft nie und wandte sich vollständig von Menschen ab. In den kommenden Jahren wurde er immer mehr zum alpinistischen Einzelgänger. Am 31. Juli 1954 war aber dennoch die Erstbesteigung des K2s in Stein gemeißelt. Und dann? Ja, dann wurde es still um den gefährlichsten Berg der Welt. Denn der zweite indisch-pakistanische Krieg führte zu einer rigorosen Sperre des Gebiets rund um den K2. So kam es erst ganze 23 Jahre später zu einem erneuten Besteigungsversuch durch eine große japanische Expedition. In den Jahren darauf kam es immer wieder vereinzelt zu Besteigungen, von denen manche auch etwas besonderer waren. Beispielsweise Louis Reichardt 1978 mit der ersten Besteigung ohne Sauerstoff. Oder 1986 Wanda Rutkiewicz als erste Frau am Gipfel des K2s. Auch viele erste Begehungen gelangen in den 80er Jahren. Jerzy Kuguczka, der mit seinem Partner die Südwand des K2s erstmals durchsteigen konnte. Aber immer wieder unter all den Expeditionen, die am K2 stattfanden, gab es eben auch jene Unglücke, die die Gefahr des Berges sehr gut veranschaulichen. 1986 beispielsweise starben insgesamt 13 Menschen bei einer Expedition am Berg. 1995 starben 7. 2008 sterben 11. Besonders der Fall 2008 war unglaublich tragisch. Die Geschichte dahinter ist so spannend, wenngleich auch brutal. Denn alle sie starben innerhalb von 24 Stunden. Die erste Person starb bei einem Absturz auf einer Steilstufe. Weitere Personen wurden von einer Eislawine getroffen und nochmals weitere starben beim Abstieg, da die Fixseile durch die Eislawine zerstört wurden und die Bergsteiger erschöpft waren, sodass Fehler ohne Fixseile natürlich tödlich waren. Nur wenige Bergsteiger überlebten dieses Drama. Letztlich wurde die gesamte Geschichte sehr detailgetreu und auch sehr wissenswert spannend in einem Dokumentationsfilm aufbereitet. Der Film von Nick Ryan, The Summit, Gipfel des Todes, war zu Recht ein Erfolg. Doch sprechen wir über die Gefahren und über die Ursache dafür, dass der K2 tatsächlich der gefährlichste Berg der Welt ist. Denn die Statistik kann das ganz deutlich unterstreichen. 287 Männer und 11 Frauen schafften es auf den Gipfel des K2s, 4 von ihnen zweimal. Insgesamt starben aber auch schon über 80 Menschen auf dem K2. Die genauen Zahlen sind hier nicht bekannt, denn bis heute gelten einige Menschen als vermisst und bis heute werden Jahre später auch Leichen am K2 gefunden. Statistisch betrachtet bedeutet das, nicht mal 4 Personen schaffen es auf den Gipfel und eine Person stirbt. Das sind die harten Fakten, die am K2 nun mal gelten. Aber nun zur Frage, wie es zu dieser unglaublichen Statistik kommt. Der K2 ist gefährlich. Aber warum? Schauen wir uns das geologische Problem an. Der K2 besteht aus unterschiedlichen Gesteinsmaterialien, aber vor allem aus Kalk und metamorphem Gestein. Beides in diesem Fall äußerst brüchig. Der K2 wird also vor allem durch seine Eismassen zusammengehalten. Doch hier gibt's ein riesiges Problem. Der K2 ist für Eis und schwere Firnmassen einfach zu steil und zu abschüssig.
Eis wächst nicht gut in extrem steilem Gelände und verdichtete Schneemassen in Form von Firn rutschen zu schnell ab, um sich zu verfestigen. Der K2 hat also keine schützende Schicht über seinem bröseligen Aufbau. Gleichzeitig kommen die Eis- und Schneemassen regelmäßig vom Berg und nehmen dabei das oberflächliche Gestein auch immer wieder mit. Die Folge sind enorme Lawinen, Eisschläge und Felsstürze. Somit ist und bleibt der K2 eine sich ständig bewegende und aktive Eis- und Felsmasse. Wie bei manchen Vulkanen lässt sich auch beim K2 oft schwer sagen, wie und vor allem wann es Vorfälle und Bewegungen geben wird. Nur eines ist jedenfalls sicher, sie kommen immer wieder. Und dann wäre da noch das Hauptproblem auf der heute einzig vielversprechenden Normalroute, der Flaschenhals. Auf einer Höhe von 8300 Metern gibt es am Abruzzengrat, dem Normalweg, eine sehr pikante Stelle. Eine Steilstufe in kombiniertem Gelände, die nur mäßig gut mit Fixseilen abgesichert werden kann. Hier staut es sich bei sämtlichen Expeditionen, denn die Passage muss einzeln durchquert werden und jeder Aspirant muss mit Pickel und Steigeisen einwandfrei klettern können. Doch die technischen Schwierigkeiten sind das geringste Problem. Ein viel größeres Problem ist der Serac. Ein Serac ist eine Eismasse, die in diesem Fall gigantisch über dem Aufstiegsweg thront. Zig Meter hoch und jederzeit bereit, Teile davon abzugeben und in die Tiefe zu stürzen. Unter dem Serac das steile Eisfeld, über welchem die Menschen in der Schlange warten, um zum Bottleneck, dem Flaschenhals, zu gelangen. Der Blick hinauf auf den Serac könnte kaum furchteinflößender sein und gleichzeitig weiß man, dass man an Ort und Stelle gefangen ist. Und als ob diese Gefahr nicht schon mehr als genug Belastung für die Beteiligten wären, wäre da auch noch das Wetter. Die ständigen Änderungen der Witterung gepaart mit der extremen Exposition auf den Graten führt dazu, dass spontanes Schlechtwetter oftmals mit schweren Erfrierungen oder im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod bezahlt werden muss. Mittlerweile sind die Prognosen zwar für diese Region solide, aber aufgrund der schwierigen geografischen Lage trotzdem niemals eine Garantie für irgendwas. All das macht den K2 letztlich zu einem enorm spannenden, gefährlichen und gleichzeitig auch schwierigen Berg. Er war bis zum Jahr 2021 übrigens auch der letzte 8000er, der noch nie im Winter bestiegen wurde. Eine Gruppe von nepalesischen Bergsteigern konnte auch dieses letzte große Problem der 8000er lösen, womit man meinen könnte, sämtliche Herausforderungen am K2 wären nun Geschichte. Doch diese Annahme ist definitiv nicht richtig. Der K2 wartet immer noch auf Besteigungen im Alpinstil, ohne Flaschensauerstoff, ohne Fixseile, mit einer kleinen Seilschaft und ohne Sherpas. Denn davon gab es bis heute nur eine Handvoll und kaum welche wurden wirklich belegt. Die Herausforderungen enden also noch lange nicht. Es ist nicht der schwerste Berg der Welt. Und ob es der gefährlichste der Welt ist, ja, das ist schwer zu sagen. Aber an kaum einem anderen Berg sterben so viele Menschen in Relation zu den sich versuchenden Bergsteigern. Und trotzdem gehen immer wieder Menschen dorthin. Der K2 ist kein historischer Berg, er ist auch kein magischer Berg. Er kann nichts. Er ist im Prinzip nur ein Berg über 8000 Meter und ohne eine besondere Aussicht, eine besondere Form oder eine besondere Geschichte mit großen Rätseln. Doch was macht ihn dann so besonders? Vielleicht liegt das Besondere letztlich nur darin, dass nur wenige Menschen jemals den Gipfel des K2 sehen werden, weil er einfach unglaublich schwer und unglaublich gefährlich ist. Womit auch die Frage erlaubt ist, wie viel Risiko sollte ein Mensch bereit sein einzugehen, um einen Berg zu besteigen? Eine Frage, über die man sich streiten kann. Da könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare pflastern. Interessiert mich jedenfalls sehr, was ihr so vom K2 als den Berg der Berge haltet und ob man euch dazu überreden könnte, diesen Berg zu besteigen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und wenn euch diese und die anderen Serien bei der Alpen Academy gefallen, freut es mich natürlich, wenn ihr diese One-Man-Show hier mit einem kleinen Kaffee unterstützen könntet. Das hilft mir sehr bei der Refinanzierung des Projekts. Alle Infos dazu findet ihr unter diesem Link oder auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil!